Ja, moin erstmal. Ich komme aus Bremen, darum moin kann man zu jeder Tageszeit sagen. Dankeschön für die Einführung, danke auch für die Einladung, hier zu sprechen. Mein Vortrag befasst sich mit der Verfassungsklage der Initiative Wir wollen wählen. Und zwar von dem Bundesverfassungsgericht haben wir halt eben gesagt, wir wollen die Bundestagswahl 2013 anfechten, weil 14 Millionen Kinder und Jugendliche nicht wahlberechtigt waren. Um Sie so ein bisschen durch den Vortrag zu leiten, ist das so mein Vorhaben. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein bisschen erzählen, was überhaupt unsere Stiftungsarbeit ist. Ich bin von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Möchte dann eben die Gründe aufzählen, die eben für bzw. auch gegen ein Kinderwahlrecht sprechen. Da werden viele Punkte kommen, die Sie halt schon in der Diskussion gehört haben, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass es halt eben kein Heimspiel hier für das Kinderwahlrecht ist, sondern dass es wirklich eine tolle Diskussion auch gibt. Im Anschluss geht es dann konkret um die Wahlprüfbeschwerde und die Verfassungsklage. Und im letzten Teil würde ich Sie dann gern einladen, auch Ihre Fragen noch loszuwerden. Also, wer sind wir überhaupt? Wer ist die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen? Wir verstehen uns als einen unabhängigen und gemeinnützigen Think Tank, eben an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Wir wollen Wissen um Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit weitergeben, vermitteln und verstehen uns auch als eine Art Denkfabrik. Also wir wollen in der Politik, in der Wissenschaft, in der Gesellschaft ein Bewusstsein für Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit schaffen. Zu der Stiftung selber gehört ein fünfköpfiger Vorstand. Ich bin seit ein paar Tagen auch mit dabei. Wir haben den jüngsten Vorstand, den eine Stiftung in Deutschland überhaupt hat, was sehr schön ist. Wir haben 8 Botschafterinnen und Botschafter, außerdem viele akademische Unterstützer, einen wissenschaftlichen Beirat und mehrere Fördermitglieder. Wir sind mittlerweile über 100. Würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen hier auch nochmal dafür begeistern zu können. Was wollen wir überhaupt? Ich möchte mal nachfragen. Die erste Folie muss ich sagen, die hat noch nichts gesagt, wer Sie sind. Kommt ja noch. Ich möchte gerne wissen, was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Aus welchen Parteien oder Nichtparteien? Welche Generationen, welche Regionen? Wie hat man sich gefunden? Ja. Das ist ganz allgemein. Also, da habe ich kein Bild. Also, wir sind, ich glaube mal, alterstechnisch zwischen 20 und 80 vielleicht ungefähr. Wir kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Bei uns gibt es keine Parteizugehörigkeit, die man haben muss. Ich bin jetzt auch keine Piratin, darf trotzdem hier reden. Also wir haben unterschiedliche Parteien auch teilweise. Sehr viele, die natürlich keine Partei haben. Wir haben Leute, die sich für Umweltpolitik einsetzen. Wir haben Leute, die Bildungspolitik machen. Rechtspolitik, also es ist ganz, ganz unterschiedlich, eine sehr starke Durchmischung. Und halt eben auch aus allen Kreisen auch, also aus der Wissenschaft selber. Wir haben aber auch einige Unterstützer aus der Politik. Und also ich würde gerne ein bisschen noch weitermachen. Fragen bitte gerne dann. Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, wir sind unabhängig. Aber ich sage erstmal, bin ich gleich skeptisch. Also, ja. Naja, also wir finanzieren uns quasi dadurch, dass wir einen Förderkreis haben, in dem ich halt auch mit drin bin. Da können Sie gerne auch alle eintreten, also das ist ganz offen. Und das sichert unsere finanzielle Unabhängigkeit. Und es gibt keinen großen Geldgeber, der da irgendwo dahinter steckt. Das heißt, ich muss viele Vorträge, auch die ich zum Beispiel halte, aus eigener Kasse bezahlen. So, das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, dann ist es oft so, dass ich erstmal die Kosten selber übernehme oder auch die Unterbringung. Das ist immer ganz unterschiedlich. Wir werden da nicht sozusagen, das ist kein Fulltime-Job, das ist ein Ehrenamt. So, ja. Ich würde gerne einfach weitermachen. Fragen sonst lieber am Schluss, dann haben wir da auch noch mal ein bisschen Zeit für oder halt nachher im Gespräch. Gerne, ja. Also, was wollen wir? Wir wollen einmal aufklären über Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wir wollen Generationengerechtigkeit verwirklichen und das heißt für uns, dass eben jede Generation die gleichen Chancen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse haben soll. Und das verstehen wir einmal intragenerationell, das heißt,
Die Chancen der jungen Generation, der jungen Menschen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse muss genauso groß sein wie die der älteren Generation. Stichwort Wahlrecht. Und wir verstehen das einmal intergenerationell, das heißt, die Chancen der nachfolgenden Generation, also die noch gar nicht geboren sind, auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse, muss genauso groß sein wie die der heute Geborenen oder der heute Lebenden. Ist ein bisschen akademisch, wenn Sie irgendwas sonst nicht verstehen, können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen. Was machen wir? Wir organisieren Symposien, Kongresse, Tagungen, machen auch Referententätigkeiten, das, was ich jetzt hier heute mache. Wir publizieren Fachbücher und Positionspapiere. Viele der Sachen können Sie auch online kostenlos einfach runterladen. Einfach mal auf unsere Seite gehen, stelle ich Ihnen am Ende nochmal vor. Wir haben zum Beispiel ein Positionspapier zur Aufhebung des Mindestwahlalters, das für Sie wahrscheinlich dann sehr interessant sein könnte. Außerdem gibt es einige Schreibwettbewerbe, die wir ausschreiben. Das heißt, wir ermuntern junge Nachwuchswissenschaftler eben ihre Ideen zum Thema Generationengerechtigkeit oder auch Demografie loszuwerden und geben ihnen halt eben eine Plattform. Ich selbst bin Sonderpreisträgerin des Generationengerechtigkeitspreises vom letzten Jahr und kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es eine tolle Sache dabei zu sein und kann auch wirklich nur jeden jungen Menschen dazu ermutigen, einfach mal dabei mitzumachen. Außerdem unterstützen wir Initiativen zum Thema Generationengerechtigkeit, wie eben zum Beispiel die Kampagne Wir wollen wählen, die sich für die Aufhebung des Mindestwahlalters einsetzt und um die es dann im weiteren Verlauf gehen wird. Dann würde ich jetzt zum zweiten Teil kommen, und zwar der Frage, wo sind eben die Gründe für oder gegen ein Kinderwahlrecht? Ich starte mit einigen Definitionen und auch rechtlichen Vorgaben, um das ein bisschen handfester zu machen. Wir haben zum einen den Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz, in dem halt eben steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So, wer ist überhaupt das Volk? Das Volk ist die Gesamtheit der deutschen Staatsbürger und im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gehört haben, so ist es eigentlich gedacht, Staatsbürger ist man bereits zum Zeitpunkt der Geburt. Damit ist man ein Staatsbürger. Das mal so am Rande. Außerdem haben wir in Artikel 38 im Grundgesetz die Wahlgrundsätze aufgelistet. Das heißt, eine Wahl muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim ablaufen. Das heißt, wir haben den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und der fordert halt eben, dass jeder Staatsbürger seine Rechte ausüben kann. Das heißt, das Stimmrecht muss allen Staatsbürgern zustehen, also eben auch denen, die gerade erst geboren worden sind. Das mal zum verfassungsrechtlichen Teil. Außerdem ist die UN-Kinderrechtskonvention auch vorhin schon angesprochen worden. Darin ist auch nochmal geregelt, dass die Kinder ein Recht haben, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und halt eben auch sich zu versammeln. Was vorhin auch schon in der Diskussion anklang, das Wahlalter oder die Geschichte des Wählens ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Früher an den Besitz oft gekoppelt, wie viel hat ein Mensch, dann zählt eine Stimme teilweise doppelt oder dreifach, weil derjenige eben mehr Besitz hatte. Oder halt eben, ich meine, Frauenwahlrecht haben wir auch erst seit noch nicht mal 100 Jahren, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also die Geschichte des Wahlalters ist immer wieder eine Geschichte zunehmender Inklusion. Und wenn wir uns die letzten 200 Jahre mal anschauen, dann sehen wir, dass es vor allem eine Inklusion jüngerer Altersgruppen ist. Im Preußen 1808 hatten wir ein Wahlrecht nur für Männer, natürlich ab 24 Jahren. Das galt damals für Bürgermeister und die Stadtverordnetenwahlen. Dann knapp 40 Jahre später, etwas mehr als 40 Jahre später, wieder in Preußen, haben wir ein aktives Wahlrecht mit 25, ein passives Wahlrecht erst mit 30 Jahren, natürlich auch wieder nur für Männer. Und das auch in Verbindung mit dem Dreiklassenwahlrecht. Das heißt, der Erfolgswert einer Stimme ist an den Besitz gekoppelt. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 hat der Rat der Volksbeauftragten ein Wahlrecht für Männer und Frauen eingeführt.
Und damals galt dann das Wahlalter ab 20, ist also auch nochmal wieder ein bisschen runtergegangen. Und wie hat sich das in jüngster Zeit entwickelt? Naja, so jung ist 1949 auch nicht, aber... Also wir haben mit dem neu geschaffenen Grundgesetz eine neue Regelung, den Artikel 38, den habe ich Ihnen vorhin schon vorgestellt, in dem auch geregelt wird, dass wir ein aktives Wahlrecht mit 21 Jahren haben und ein passives Wahlrecht mit 25 Jahren. 1970 ist erstmals diese Kopplung von Volljährigkeit und Wahlrecht gelöst worden. Damals war man halt volljährig mit 21. Und 1970 wurde dann halt eben das Wahlalter losgelöst von der Volljährigkeit und auf 18 Jahre gesetzt. Und in den letzten 20 Jahren sehen wir, dass zunehmend zum Beispiel bei Kommunalwahlen in mittlerweile 10 Bundesländern das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt worden ist. 2011 gab es sogar bei den Landtagswahlen in Bremen, Hamburg und Brandenburg 16-jährige Wähler. Und seit 2 Jahren hat sich Schleswig-Holstein angeschlossen und auch da gibt es jetzt Landtagswahlen, bei denen man mit 16 Jahren teilnehmen kann. Jetzt komme ich noch mal so ein bisschen zu den Zweifeln und Gegenargumenten, die oft gegen das Kinderwahlrecht angeführt werden. Da werden jetzt viele Sachen kommen, die Sie eben halt schon in der Diskussion gehört haben. Was vielleicht aber auch gar nicht mal so schlecht ist, dann können wir das Ganze noch mal ein bisschen aufgreifen. Das war nämlich sehr schön, das mal so zu sehen. Sollen etwa Säuglinge zur Wahl gehen? Natürlich nicht. Also Sie können es natürlich versuchen, wenn Sie dazu physisch und geistig in der Lage sind, aber ich behaupte mal, mit 0 Jahren ist das einigermaßen schwierig. Wir wollen, dass jeder Bürger bzw. jeder Bürgerin das Wahlrecht ausüben kann, sobald er oder sie das eigenständig kann und möchte. Und das ist eben nicht an das biologische Alter gekoppelt. Ob ich das mit 9 schon kann oder ob ich das erst mit 14 kann, das soll keine Rolle spielen. Wir könnten weiterhin eine reguläre Altersgrenze von 16 oder 18 Jahren bestehen lassen. Also das ist der Zeitpunkt, ab der man eine offizielle Wahleinladung eben an den Haushalt geschickt bekommt. Allerdings, wer jünger ist als diese 16 oder 18 Jahre und dennoch wählen möchte, der sollte sich beim Wahlamt, also zum Beispiel im Rathaus, in ein Wählerverzeichnis eintragen lassen können und damit schon mal begründet haben, ich möchte wählen, also diesen ersten Schritt schon mal gemacht hat. Und das Ganze nennen wir dann Wahlrecht durch Eintragung. Was auch schon anklang, Kinder haben gar nicht die nötige Reife zum Wählen. Moment. Das haben wir auch schon in der Diskussion gehabt. Wahlreife ist keine Voraussetzung für das Wahlrecht. Auch bei 18-Jährigen führen wir keinen Test durch, ob die Menschen verstanden haben, was sie da wählen. Und es darf im Übrigen auch zum Beispiel niemand von der Stimmabgabe abgehalten werden, der sichtlich betrunken ins Wahllokal stolpert. Der hat auch immer noch sein Recht, seine Stimme abzugeben, auch wenn wir vielleicht anzweifeln könnten, ob das dann eine vernünftige Wahlentscheidung in unseren Augen wäre. Aber Wahlreife ist keine Voraussetzung für das Wahlrecht. Ebenso wenig wie ein Mindestwahlalter wäre ja auch ein Höchstwahlalter zu rechtfertigen. Wir haben bei etwa 62 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland 1 Million Demenzkranke. Die sind alle wahlberechtigt. Und da wird auch niemand auf die Idee kommen, denen ihr Wahlrecht abzusprechen. Warum machen wir das bei den Jungen? Außerdem hat die Shell-Jugendstudie, die alle 5 Jahre herauskommt, gezeigt, dass mit etwa 12 Jahren eine stabile intellektuelle Basis erreicht worden ist und eine grundsätzliche soziale und moralische Urteilsfähigkeit gegeben ist. Also, warum lassen wir die Kinder erst mit 18 wählen? Zum nächsten Punkt. Kinder wissen gar nicht genug über Politik, um eine verantwortliche Wahlentscheidung zu treffen. So, auch hier wieder, politisches Wissen ist keine Voraussetzung für das Wahlrecht. Es gab 2008 eine Umfrage vom Europressedienst unter mehr als 1000 Bürgern, wohlgemerkt volljährigen Bürgern, die den Unterschied zwischen der Erststimme und der Zweitstimme mal erklären sollten. Und dabei hat sich Erschreckendes herausgestellt. Und zwar können fast die Hälfte der Befragten konnte halt eben nicht erklären, was die erste Stimme bedeutet,
Etwa 40% konnte nicht sagen, was die Zweitstimme bedeutet. Warum müssen wir bei Kindern so einen hohen Maßstab an politisches Wissen anlegen? Und wir sehen ja auch, wir haben vorhin auch gesehen, die Kinder sind wahnsinnig interessiert. Und auch wenn nur wenige Kinder interessiert sind, warum lassen wir die dann nicht trotzdem wählen? Es werden vielleicht 1.800 diese Einladung bekommen haben, hier hinzukommen. Es sind 11 da. Warum sollen diese 11 denn nicht wählen können? Das sind interessierte Kinder und die wollen mitmischen. Außerdem haben wir Themen wie Netzpolitik oder Bildungspolitik, Stichwort Digital Natives, was wir gerade ja schon angesprochen hatten, die sind einfach viel näher an der Lebenswelt der Jugendlichen dran, eben nicht der Älteren, die diese Politik mitbestimmen. Meine Schwester Amelie wird 20 Jahre alt sein, wenn sie das erste Mal zur Bundestagswahl geht. Dann ist sie bereits raus aus der Schule und durfte während dieser Zeit nicht einmal darüber abstimmen, ob sie überhaupt das Abitur mit 12 oder mit 13 Jahren machen wollte. Also sie wird erst dann gefragt, wenn alles schon vorbei ist, sozusagen. Darum wollen wir natürlich auch, dass Jüngere, sobald sie es möchten, ihre Stimme abgeben können. Das Kinderwahlrecht würde überhaupt nichts bewirken und ist daher überflüssig. Oder was auch vorhin anklang, es würde überhaupt nichts an der Wahlbeteiligung ändern. Ist für uns halt die Frage, die Folgen müssen uns da eigentlich relativ egal sein. Wahlrecht ist nun mal das wichtigste Mitspracherecht in einer Demokratie und das darf deswegen schon aufgrund des Alters keinem pauschal vorenthalten werden. Außerdem hätte das Wahlrecht für junge Menschen natürlich auch eine Signalwirkung. Dann müssten die Politiker oder die Politik im Allgemeinen sich viel mehr dafür interessieren, junge Themen aufzugreifen. Das wirkt natürlich auch der Politikverdrossenheit entgegen, wenn auf einmal die Kinder merken, okay, ich kann mich vielleicht auch sogar selber schon aufstellen, also Stichwort passives Wahlrecht, ich kann selber schon viel mehr mitmischen. Das ist natürlich ein Leuchtturm sozusagen in der Politik. Und gerade durch den demografischen Wandel, der vorhin ja auch schon angesprochen worden ist, haben wir eine Wählergruppe von immer Älteren, die auch immer größer wird. Und es besteht halt einfach die Gefahr, dass diese junge Wählerschaft vernachlässigt wird. Und um diesen Ausgleich von politischen Artikulationschancen hinzubekommen, brauchen wir eben dieses Kinderwahlrecht. Stichwort auch Rentenreform 2014. Da haben wir gesehen, unter Generationengerechtigkeitsaspekten war das eben eine Reform, die hauptsächlich eben die Älteren bevorzugt hat und eben nicht die Jüngeren. Jugendliche interessieren sich doch gar nicht für Politik. Das ist falsch. Es gibt vielleicht eine große Masse, die sich nicht sonderlich für Politik interessiert, aber es wird immer Kinder geben, immer Jugendliche geben, die sich dafür interessieren und die nicht verstehen können, warum sie nicht gefragt werden. Und auch hier nochmal, Politikinteresse ist auch keine Voraussetzung für ein Wahlrecht. Politikinteresse hängt auch nicht so sehr am Alter. Wir sehen einfach viel mehr das, was wir aus Jugendstudien herausgefunden haben, dass es vom sozialen Status abhängt und auch eben vom Bildungsniveau. Und wenn wir uns nochmal die Shell-Jugendstudie anschauen, die nächste wird übrigens im Oktober herauskommen, ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, dass halt wirklich ein Fünftel der 12- bis 14-Jährigen sagt, wir sind politisch interessiert. Und bei den 15- bis 17-Jährigen ist es sogar jeder Dritte. Warum sollte man die nicht hören? Was auch ein Argument ist, was oft gegen das Kinderwahlrecht eingeführt wird, ist, dass die Jugendlichen eher dazu neigen würden, rechtsextreme Parteien zu wählen. Alles schon gehört, darum greife ich es auf. Sagen wir, erstens, es ist ganz egal, was junge Menschen wählen würden. Die Wahlentscheidung an sich ist ja kein Grund für den Entzug des Wahlrechts. Jeder hat hier die Möglichkeit, auch von uns Volljährigen, zu wählen, was er möchte. Das ist nun mal Demokratie, auch wenn uns das nicht immer passt. Zweitens ist natürlich auch die Frage, wenn es jetzt um rechtsextreme Parteien geht, wollen wir die Feinde der Demokratie damit bekämpfen, dass wir das Wahlrecht einschränken? Also unsere demokratische Pflicht oder Aufgabe halt eben, die wir haben? Sagen wir, das wäre völlig absurd. Außerdem, um nochmal
dem Ganzen ein paar Zahlen zu geben. Es gibt das Projekt U18, das ist eine sogenannte Alternativwahl für Kinder und Jugendliche. Die können dann während einer Wahl in ihren Schulen oder auch in Jugendtreffs ihr Kreuz machen. Es wird natürlich nicht gewählt oder nicht abgestimmt in dem Sinne, wie das bei der Bundestagswahl ist. Aber sie können da ihre Stimme abgeben und dann hat man diese Vergleichsmöglichkeit. Was wählen 0- bis 17-Jährige? Denn da gibt es überhaupt keine Mindestwahlaltersgrenze. Und was da eben herausgekommen ist, bei knapp 200.000 Kindern und Jugendlichen, die da vor 2 Jahren gewählt haben, ist, dass gar nicht sonderlich irgendwie die rechtsextremen Parteien irgendwie gewinnen würden, sondern dass vor allem die Grünen und eben die Piraten viel mehr von den Jugendlichen gewählt werden würden. Einfach weil diese, wie ich mal behaupte, eher junge Wahlthemen aufgreifen. Da haben Sie einmal einen Vergleich, wie das aussieht. Also die blauen Streifen, das sind die über 18-Jährigen. Also das sind die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl. Und die roten Balken, das ist das, was die unter 18-Jährigen gewählt haben. Also diese 20.000, die bundesweit an der U18-Wahl teilgenommen haben. Vielleicht für Sie als Pirat noch einmal. Push. Ja, gerne. Ja, das ist natürlich schwierig, also weil es halt natürlich keine verpflichtende, oder das wird halt nicht so sehr beworben. Es gibt halt, also alles, was ich halt darüber weiß, ist, dass es bundesweit diese Wahl gibt. Das heißt, an ganz vielen Schulen und Jugendtreffs wird es angeboten. Aber wie da die genaue Zusammensetzung ist, kann ich Ihnen halt nicht sagen. Also wir sagen halt, es gibt 14 Millionen Kinder und Jugendliche, die tendenziell wählen könnten, wenn es das Mindestwahlalter nicht geben würde, dann wäre es natürlich relativ gering, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wer macht daran, wer nimmt daran teil, wer ist dann vielleicht auch in diesem Jugendtreff, wo abgestimmt wird, oder wer ist da halt eben nicht. Also das ist halt nicht, dass es einen offiziellen Tag gibt, einen Wahltag oder so, sondern es wird über einen gewissen Zeitraum gemacht. Und ja, wenn Sie das interessiert, habe ich auch nochmal die Homepage, die Adresse mit aufgeschrieben, dann können Sie sich da auch nochmal schlau machen. Es müsste www.u18.org sein. www. Ja, genau. Punkt U18, also 18 als Zahl, .org. Also wir haben gesehen, alle rechten Parteien, einschließlich auch der AfD, sind unter der 5%-Hürde geblieben. Wir brauchen also keine Angst haben, dass Kinder rechtsextreme Parteien wählen würden, wenn wir das Kinderwahlrecht einführen. Aber das ist ein etwas verzerrendes Ergebnis mit Verlaub, weil wir mit einem Demokratieprojekt von einem Sozialarbeiter an einer Berufsschule in Rostock-Lichtenhagen gerufen wurden, an welcher die NPD 27% okay. Bei 18 war. Der Also ja. Gerade weil es eben keinen Vergleich gibt, weil es ja keine verpflichtende Veranstaltung ist. Und das Problem, finde ich, bei der U18-Wahl ist auch, dass sie sehr unterschiedlich durchgeführt wird. Das heißt, es gibt Schulen, die das sehr intensiv vorbereiten, genau. Sich mit den einzelnen Parteien sehr intensiv beschäftigen. Und es gibt eben tatsächlich auch die Art der Durchführung, dass eine Referentin für einen Tag dahin kommt und dann wird gewählt. Mhm. Und ich glaube, wenn da, ja weiß ich nicht, auch vielleicht Kandidaten im übertragenen Sinne seitens der Jugendlichen oder so ja, sich stellen natürlich. Würden, dann könnte das Ergebnis auch ganz anders aussehen. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Darum hab ich jetzt dieses Ergebnis halt eben genommen, was halt, also es gibt das ja auch für Kommunalwahlen und für Landtagswahlen, dieses Projekt U18. Und darum habe ich mir halt eben die Bundestagswahl ausgesucht, einfach weil wir dann sagen können, okay, es sind schon 200.000, das ist schon eine sehr große Menge. Nee, 200.000, also 198.350. Also bei 200.000 haben wir gesagt, okay, das ist dann schon einigermaßen repräsentativ und weil es eben bundesweit durchgeführt worden ist. Den Punkt hatten wir vorhin auch schon mal, sind Kinder nicht zu leicht beeinflussbar und würden nicht die Eltern sozusagen den Stift zum Wahlzettel führen? Zum einen, wie leicht jemand beeinflussbar ist, wird auch bei Erwachsenen oder Älteren, Stichwort Demenzkranke, eben nicht zum Maßstab der Wahlberechtigung gemacht. Und wir sehen auch das, was vorhin auch der junge Mann hier vorne gesagt hat, der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder schwindet.
ab dem Alter von 12, 13 Jahren. Und der Einfluss gleichaltriger Freunde, also der sogenannten Peer Groups, der wird immer wichtiger. Und auch nochmal vielleicht für die Eltern ganz interessant, die dann vielleicht denken würden, da kann ich ja meinem Kind mal ein bisschen was mitgeben. Die Eltern machen sich strafbar, wenn sie ihr Kind zu einer bestimmten Wahlentscheidung nötigen, ihr Wahlgeheimnis verletzen, sie täuschen oder bestechen. Das sind alles Straftatbestände im Strafgesetzbuch. So, dann zum dritten Teil der Wahlprüfbeschwerde bzw. Verfassungsklage. Und zwar möchte ich Ihnen die Kampagne Wir wollen wählen jetzt vorstellen. Das ist eine Initiative, die von 15 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 und 17 Jahren initiiert worden ist. Da sind zum Beispiel Kinder dabei wie Jule, die ist 15 Jahre alt und die sagt, ich will wählen, weil ich aktiv mitbestimmen möchte, wenn die Politik Entscheidungen trifft, die das Leben einer ganzen Generation beeinflussen. Jule ist seit 2010, also seit 5 Jahren, aktive Botschafterin für Klimagerechtigkeit und sie ist Schirmherrin der Klimawoche in Hamburg vor 2 Jahren gewesen. Also das sind sehr, sehr engagierte Kinder, die wollen was bewegen, die wollen was verändern und können auch einfach nicht verstehen, warum sie nicht die Möglichkeit dazu bekommen. Minderjährige haben genauso handfeste Interessen, wie das eben bei anderen Wählergruppen auch der Fall ist. Wir wollen wählen, wird unterstützt von unserer Stiftung und von der Kinderinitiative Plant for the Planet. Ist vorhin schon mal angeklungen, der Felix Finkbeiner hat diese Initiative mit 9 Jahren gegründet. Es geht darum, Bäume zu pflanzen. So, und es wurde angefangen mit 1 Million, mittlerweile sind es mehrere Milliarden. Felix ist mittlerweile 17 und ist auch in unserer Initiative mit dabei als oder Beschwerdeführer, so heißt es. Rechtlich unterstützt werden wir durch den Anwalt Professor Michael Quas, der das Ganze auch unentgeltlich macht, was für uns natürlich auch sehr gut ist, weil wir eben als Stiftung auch gar nicht so viel Geld haben. Wir sind finanziell unabhängig durch unseren Förderkreis sozusagen, aber es steht eben kein großer Geldgeber dahinter. So, Ziel dieser Kampagne ist die Abschaffung des Mindestwahlalters. Das wollen wir eben erreichen. Um Ihnen nochmal ein bisschen zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Am 22. September 2013 fand die letzte Bundestagswahl zum 18. Bundestag statt mit 61,8 Millionen Wahlberechtigten. Einige dieser 15 Kinder und Jugendliche, die diese Initiative gestartet haben, sind an dem Wahltag einfach mal hingegangen zum Wahllokal und sind dann natürlich abgelehnt worden. So, daraufhin haben die sich gedacht, Mensch, da muss man noch was tun. Und wir haben das natürlich auch unterstützt. Und knapp 2 Monate später haben wir eine Klage eingereicht beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Und zwar mit dem Antrag, die Bundestagswahl 2013 als ungültig zu erklären, da es einen pauschalen Ausschluss von 14 Millionen Kindern und Jugendlichen gibt. Das sind die Kinderinitiative Plan for the Planet und die 15 Kinder und Jugendliche, alle zusammen. Genau. Wir haben diese Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. Die ist, ich sag mal, wie zu erwarten, am 12. Mai 2014 abgelehnt worden. Und daraufhin war für uns dann eben der Weg frei, zu sagen, okay, und jetzt ziehen wir vor das Bundesverfassungsgericht. So. Mit der Begründung, die ich eigentlich vorhin schon im zweiten Teil gemacht habe. Also, dass wir sagen, eigentlich der komplette Teil, den ich vorhin gesagt habe. Also, warum sollte man Kindern ein Wahlrecht geben? Einfach, weil sie die nötige Reife haben, weil wir wollen, dass sie wählen können, wenn sie das möchten, also dieses Wahlrecht durch Eintragung, wenn sie sich einmal dafür entschieden haben, ich möchte wählen, dann sollen sie zum Wahlamt gehen können, sich eine Wahlbenachrichtigungskarte zuschicken lassen können und dann damit am Wahltag selber wählen gehen können. Das ist, was wir wollen. Die Wahlprüfbeschwerde wurde abgelehnt. Der Weg war frei für eine Verfassungsklage beim Bundesverfassungsgericht. Die haben wir am 7. Juli eingereicht letzten Jahres. Und die Beratungen dauern halt leider in Karlsruhe immer noch an. Also
Ja, und dann... Warum ist sie abgelehnt worden? Also was war die Begründung für die Ablehnung? Der Wahlbeschwerde. Genau. Ja. Also, ja, da müsste ich nochmal in den genauen Gesetzestext reingucken. Also es ist ein wahnsinnig dickes Dokument, wo wir dann halt, also wo eigentlich die Sachen, die wir gesagt haben, warum wir es haben wollen, abgelehnt worden sind. Eben von wegen, dass gesagt wurde, im Grundgesetz steht halt drin, mit 18 Jahren ist man wahlberechtigt und sowas. Ne? Also das ist dann halt ein sehr rechtlicher Prozess, wo dann halt eben so ein bisschen Anwalt gegen Anwalt ist. Und genau, diese Wahlbriefbeschwerde wurde abgelehnt und daraufhin konnten wir halt erst zum Bundesverfassungsgericht dann auch gehen. So, ja. Vielleicht zur Erklärung der Wahlen. Man muss sich ja überlegen, an der Sache ist es eigentlich eine Verfassungsklage gegen die Verfassung. Weil ja, in der Verfassung steht ja die Sache mit den 18 Jahren drin. Aber die anderen Paragraphen, die anderen Artikel, genau, die schon gelernt haben, die sind halt auch Ewigkeit. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein höheres Gewicht. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ob sich die Verfassung gar nicht selber widerspricht. Und das darf auch wertlich sein. Ich habe eine Einwand. Also ich habe das Recht auf eine eindeutige Gesetzesklage. Also das kann auch nicht widersprüchlich sein. Und jetzt ist eigentlich das Bundesverfassungsgericht an der Aufgabe zu entscheiden, ob der später aufgeführte Artikel den vorherigen widerspricht. Und wenn ja, was darf und ob diese Einschränkungen, das sind dann Sachen, die sich das Gericht überlegen. Das ist natürlich auch, ich meine, Gesetze sind halt eben nicht in Stein gemeißelt, so da stehen Menschen dahinter und dann ist es halt auch oft eine Art Auslegungssache. Ne? Also darum, das meine ich mit diesem Anwalt gegen Anwalt so ein bisschen. Und dann wird halt oft mit Paragraphen oder Artikeln halt so argumentiert. Ja, und leider ist es halt eben ein sehr langer Prozess, also ist jetzt auch schon über ein Jahr wieder her. Und wir hoffen einfach, dass es endlich mal wieder weitergeht, damit wir auch weiter irgendwie dafür ja, auch Initiativen starten können oder dass wir das halt eben, wenn möglich, vielleicht sogar bis zur nächsten Bundestagswahl schaffen, dass halt eben 2017 meinetwegen schon Kinder und Jugendliche wählen können, wenn sie das möchten. Also dass zum Beispiel der junge Mann hier, der mit 14 Jahren gesagt hat, ich interessiere mich für Politik, ich möchte gern was machen, dass wir dem zum Beispiel die Möglichkeit geben, in 2 Jahren mitzubestimmen. Also das wäre natürlich sehr schön, wenn das klappen würde. Da muss man halt einfach schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Ja. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Okay, ja. Also meines Wissens ist die auch noch abgelehnt worden, weil man gesagt hat, im Moment Kinder können ja noch gar nicht wählen. Also können sie auch gar nicht klagen. Damit, das widerspricht natürlich auch dem Grundgesetz. Und genau. Ne, alle Staatsgewalt geht dem Volke auf. Moment, Kinder sind auch ein Teil des Volkes. Und also, soweit ich weiß, war das auch ein Teil der Begründung. Also, ein Widerspruch einfach. Genau. Und der Grund, warum wir zum Beispiel auch als Stiftung diese Kampagne mit unterstützen, ist halt, wir sind schon volljährig. Das heißt, wir sind Personen, die halt eben vor das Bundesverfassungsgericht ziehen können und sagen können, wir sind volljährige Beschwerdeführer. So, also das ist natürlich da auch eine Ungleichgewichtung sozusagen. Ja. Gerade weil Sie da so ein Exempel statuieren, würde mich interessieren, wissen Sie oder weiß Urlaub, wer der Berichterstatter in diesem Verfahren ist, bei Verfassungsgericht, welcher Richter das ist? Das kann ich Ihnen leider gar nicht sagen. Das wüsste ich nicht. Kannst du auf der Homepage nachlesen? Ja, gerne. Mit welcher Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs rechnen Sie oder umgedreht gefragt, was ist, wenn das Bundesverfassungsgericht einen neuen Stein meißelt, in dem steht, Kinder haben dieses Recht nicht? Ja, das wäre für uns natürlich eine herbe Niederlage. Aber für mich persönlich ist es auch schon ein kleiner Erfolg, dass wir überhaupt zum Beispiel diese Veranstaltung hier haben, wo einfach nochmal wieder Leute informiert werden darüber, warum das überhaupt ein Thema sein könnte für Kinder und Jugendliche. Ich rechne mir nicht sehr große Wahrscheinlichkeiten aus, muss ich Ihnen leider ehrlich sagen, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir es tun. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und bin natürlich auch gespannt auf die Rechtfertigung dann, warum es letztlich auch abgelehnt worden ist. Wenn man sich mal auch so ein bisschen die Geschichte der Wahl halt anschaut, dann sehen wir auch, dass wir vor 100 Jahren für ein Frauenwahlrecht kämpfen mussten. Heute ist das selbstverständlich. Vielleicht werden wir in 100 Jahren sagen, irgendwie, was mussten wir damals für das Kinderwahlrecht irgendwie kämpfen? Und heute ist es selbstverständlich. Also das ist natürlich auch immer ein Prozess, der an Menschen hängt. Und irgendjemand muss den Anstoß machen und das tun wir.
Und ich bin froh, dabei zu sein. Also schauen wir mal, was halt dabei rauskommt. Ja. Ich mische mich mal ganz kurz ein. Ich würde das lieber mit Mikro machen, auch wenn man das hier gut versteht. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und wollen sie auch veröffentlichen. Mhm. Insofern würde ich darum bitten, dass man das Mikro nimmt. Ich mache das auch wieder mit dem Verteilen. Einmal, bitte. Leuchtet. Überall. Also ich glaube, das Verfassungsgericht wird sich schwer tun mit der ganzen Sache, weil es in einer Vielzahl von Gesetzen ja bereits Bestimmungen dazu gibt. Wenn ich das SGB 8 sehe, wenn ich die Ländergesetze zur Tagesbetreuung von Kindern sehe, ist überall die Frage der Partizipation von Kindern gesetzlich verankert. Und deshalb wird es schon schwierig sein, da grundsätzlich eine Ablehnung zu haben. Also deshalb denke ich, werden die auch lange beraten, weil es eine recht komplizierte Sache ist, zumal auch die Kinderrechtskonventionen unterschrieben worden sind, nach langem hin und her, endlich auch in Deutschland. Also heißt, wir würden uns international, auch was das anbelangt, ziemlich ins Ausstellen. Und ich denke schon, dass das eine recht schwierige Entscheidung wird, aber eine komplette Ablehnung kann ich mir heute bei dem jetzigen Stand der Gesetze fast gar nicht mehr vorstellen. Ja. Zugelassen, ja. Also die Beratungen laufen noch an. Also sie ist zugelassen schon. Ja. Ich meine wohl, ja, meines Wissens, ja. Ja, also wichtiger Punkt. Da ist man schon ein Stück weiter. Genau. Es gab ja bei der vorigen Bundestagswahl auch schon mal so eine Verfassungsklage. Die wurde gar nicht erst zugelassen, weil die Antragsteller, so wurde das begründet, sozusagen als Minderjährige, zwar Minderjährige, genau. Ausschließlich, überhaupt nicht sozusagen das Recht hat, ja. Die Klage zu erheben. Und in diesem Fall ist sie jetzt anders. Ja? Genau. Das ist zugelassen. Genau, also der Fall ist jetzt eben anders, weil wir halt mit der Stiftung auch dahinter stehen und da halt dann eben auch als volljährige Beschwerdeführer eben mit dabei sind. Also es gibt in diesem, in unserem Anschreiben halt eben an das Bundesverfassungsgericht, werden halt erst unsere Leute als die volljährigen Beschwerdeführer halt eben aufgeführt und dann aber eben die minderjährigen Beschwerdeführer. Es könnte sich ja ein Paradox ergeben, dass dann gesagt wird, ja, wenn ihr als sozusagen Volljährige macht, seid ihr ja gar nicht betroffen. Ja, genau, darum ist es ganz gut, manchmal zusammenzuarbeiten. Ja. Ich wollte auch noch was ganz kurz sagen mit der Sache von der Sozialprüfbeschwerde und dem Bundesverfassungsgericht. Die theoretische Frage, die sich jetzt vor dem Gericht auftut, ist die, ist der Verfassungsgeber berechtigt, eine Altersgrenze einzuziehen? Und das ist jetzt eigentlich die Frage, weil das ist der Verfassungsgeber, es steht schließlich in der Verfassung drin. Das heißt, ist zwei Drittel des Bundestags berechtigt, willkürlich eine Altersgrenze zu ziehen? Und ich muss auch sagen, ich habe unseren Justiziar in der Wienes damit, er meint, ja, der Verfassungsgeber hat das Recht. Was aber meiner Meinung nach, und das ist ja auch hier schon gesagt worden, erstmal ist es nicht in Stein gemeißelt, wenn die Bevölkerung es nicht mehr möchte. Das heißt ja nicht, es wird nie im Leben rauskommen, dass das Verfassungsgericht sagt, 18 muss sein. Ja, das wird es ja wahrscheinlich auf gar keinen Fall rauskommen. Nur ob dem Gesetzgeber es, ob er es bei 18 setzen darf oder auch bei 16, sehr wahrscheinlich wird das Verfassungsgericht an der Stelle gar kein Alter sagen, was es setzen muss oder darf. Und dann ist die Frage, inwieweit man die Diskussion wieder in die Öffentlichkeit bringt. Ansonsten, das haben Sie schon getan, sehr gut, Dankeschön. Hier sind noch mal ein paar Adressen. Ich kann die Präsentation auch gerne irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, sehr gerne. Also
Da können Sie auch noch mal ein bisschen nachlesen. Recht interessant ist vielleicht für Sie alle das Positionspapier, eben Wahlrecht ohne Altersgrenze, was von einem Stiftungsmitglied von uns halt rausgebracht worden ist, was Sie auch online über www.generationengerechtigkeit.de kostenlos runterladen können. Da würde ich einfach sagen, da können Sie sich mal durchklicken. Auch die Kampagne wirwollenwählen.de ist halt eben auch sehr, sehr schön aufgebaut, weil da zu jedem Kind auch so ein kleiner Steckbrief ist. Und dann kann man auch mal sehen, was Kinder mit 10 Jahren halt eben schon für Interessen haben und wie die sich auch mal ausdrücken. Also das ist sehr toll, wenn eine 11-Jährige sagt, ich will mitbestimmen können, weil ich darüber entscheiden will, ob G8 oder G9 in meiner Schule passiert. Ja. Ja. Entschuldigung, ich habe den Eindruck gehabt, dass Ihre Darstellung vorher missverständlich war an dem Punkt, wo Sie sagen, man könnte das ja so machen, dass man sagt, also man setzt eine Altersgrenze fest für das Wahlrecht, aber schafft technische Möglichkeiten, dass auch Jüngere wählen können. Das war so dargestellt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das gibt, das wirklich schafft ein Problem. Ich denke, dass das Recht erstmal grundsätzlich ist wichtig. Also wir Eichholz vorhin sagte sozusagen ab null, ja, sozusagen von Anfang an, also nicht an eine Altersgrenze gebunden. Und wie man das dann technisch regelt, das wird ja so oft als Argument vorgebracht, wenn man jetzt schon Einjährige ja das Wahlrecht gibt und so, und dann sieht nachher die Statistik schlecht aus, weil die natürlich nicht wählen und so weiter. Dann sieht dann die Wahlbeteiligung so fies aus, dass das noch fieser aus als jetzt. Da sind ja auch konkrete Vorschläge schon gemacht worden, auch glaube ich aus Ihrem Kreis und so, dass man dann eben die Statistik meinetwegen ab 16 erst führt und vorher eben nochmal eine extra Statistik macht. Aber auf jeden Fall ist wichtig, denke ich mir, dass das Recht schon wirkt, dass es ohne Altersgrenze gewährt wird und nicht nur technisch jetzt auch Jüngere die Möglichkeit haben, einen Antrag zu stellen. Gerade wo Sie von den technischen Sachen sprechen, also ich würde gerne direkt darauf an. Es geht darum, dass wir halt jetzt nicht hingehen wollen und irgendwie jungen Familien, die halt gerade irgendwie das erste Kind haben, dann auch die dritte Wahlbenachrichtigungskarte ins Haus zu schicken. Ich glaube, das wäre halt auch, das würde glaube ich auch nicht aufgehen. So. Aber was wir halt wollen, ist, dass man sagt, wir wollen eine reguläre Altersgrenze, ab der offiziell diese Wahlbenachrichtigungskarten verschickt werden, ab der offiziell halt die Kinder eingeladen werden, eben halt ihre Stimme abzugeben. Also das ist eine Option, wie es halt laufen könnte. Und wer aber jünger ist und eben dennoch wählen möchte, der soll das auch tun können, indem er sich halt eben registrieren lässt. Und der bekommt die dann zugeschickt. Noch nicht altersmäßig begrenzt werden, das ist der Punkt. Genau. Also das ist eine technische Sache. Also ab 16 sozusagen oder auch ab 18 werden eben diese Wahlbenachrichtigungskarten automatisch an die Haushalte geschickt. Aber wer jünger ist und wählen möchte, der soll das auch können. Darum geht es. Genau. Das ist dieses Wahlrecht durch Eintragung. Ich würde auch an dieser Stelle gerne noch alle dran nehmen, die sich jetzt gemeldet haben, aber ne, sonst futtern die Jugendlichen uns das Essen alle weg. Und das geht auch irgendwie gar nicht. Insofern würde ich jetzt mal gerne eben noch hören, wer jetzt noch was sagen will. Ich habe hier 2 Wortmeldungen. Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Leute, die war. Alles klar. Monika, ich glaube, bei dir kommt zuerst das Fressen und dann die Moral. Okay. Ich habe eine Frage zur Shell-Jugendstudie. Auf welchen Grundgesamtheiten beruhen die Statistiken? Das heißt, sind jetzt alle Schulformen mit einbezogen worden oder ist man nur am Gymnasien gegangen oder auf Realschulen, Hauptschulen? Habe ich mir gedacht. Also ist die nicht repräsentativ, die Umfrage? Die Shell-Jugendstudie ist bundesweit repräsentativ. Das heißt, die ist nicht nach Bildungsstand oder sonst irgendwas unterteilt. Die Shell-Jugendstudie ist bundesweit und repräsentativ. Ja. Also an allen Formen. Ja. Okay. Genau. Unabhängig vom Bildungshintergrund und sonst irgendwas. Okay. Wenn Sie das interessiert, darf ich eben ganz kurz noch? Also alle 5 Jahre wird diese Jugendstudie herausgebracht. Die nächste wird im Oktober veröffentlicht, also jetzt nächsten Monat. Also wenn Sie das interessiert, würde ich einfach mal ein bisschen... Genau. Natürlich, ja, klar. Nee, aber dann dürfen die sich auch nicht Shell Jugendstudie nennen. Das ist halt auch... Ja. Bitte. Das Problem bei dem Wahlrecht durch Eintragung
entsteht dadurch, dass der Anschein entsteht, als ob die Eintragung konstitutiv für das Wahlrecht wäre. Und das ist sie nicht. Deswegen ist diese Formel nicht gut, sondern das Wahlrecht, meinetwegen, also nach meiner Meinung von Geburt an, aber die praktische Seite, so wie Sie gesagt haben, das ist ja alles unstreitig. Zweiter Punkt, ich sehe bei der Verfassungsgeschichte als sehr schwierig an, dass hoffentlich Herr Quaas nicht auf den Leim gegangen ist, sich auf diese Argumente einzulassen. Ja, Kinder sind doch eigentlich schon vernünftig, sondern da muss wirklich verfassungsrechtlich kategorial diskutiert werden, dass es da schlichtweg nicht drauf ankommt. Einen dritten Punkt will ich aber anfügen. Die ganze Geschichte kann zum großen Problem werden durch eine Scheinlegitimation, die dann eintritt. Denn in dem Moment, wo jetzt die Kinder und Jugendlichen wählen dürfen, werden sich diejenigen, die ja hier eine schlechte Karten haben, also die ab über 21 spätestens, die werden sagen, na ja, die Interessen werden ja von da wahrgenommen. Und da scheint mir ist das Problem, dass eben die Abgeordneten nach dem Grundgesetz eine Verantwortung für das ganze Volk haben und an dieser Stelle eine Schiefigkeit eintreten kann. Wenn dann obendrein noch so eine Philosophie Platz greift, wie wir sie ganz zu Anfang von Ihnen, Herr Wegner, hörten, dass alle Menschen sowieso eigentlich nur im Horizont ihrer eigenen Interessen denken und ich vielleicht noch für 4 oder 5 Jahre oder sowas und Sie vielleicht für 40 und so weiter. Das ist auch überhaupt kein Argument, sondern das institutionalisiert sozusagen die Selbstbezogenheit in der Politik, wenn ich meine, ich würde immer nur meine Interessen vertreten, die wirklich ganz auf meinen Kopf gehören, statt mal drüber nachzudenken. Ich versuche es jedenfalls, wie das auch künftig weitergehen kann. Ja, also mich würde mal das politische Gewicht der Kinder und Jugendlichen interessieren. Wir haben gehört, dass 61,8 Erwachsene hier wahlberechtigt sind. Nehmen wir mal an, es würde die Mindestwahlhürde fallen und dann könnte theoretisch schon ab 0 Jahren hier gewählt werden. Wie viele unter 18-Jährige gibt es denn hier in Deutschland? Das wäre doch mal eine interessante Frage. Dass man einfach mal so auch dann solche Abschätzspielchen... Da würden dann zu diesen knapp ca. 62 Millionen zukommen, also 76 Millionen Wahlrechte. Ja, da haben Sie die Beantwortung, genau. So, jetzt hatten wir noch eine Wortmeldung da hinten irgendwo. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn Strukturen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Das heißt, die Frage ist doch, wie können wir als Gesellschaft unsere Kinder, die ja nun unsere Zukunft sind, dazu ermutigen, ja, mündige Bürger zu werden. Und das fängt, wie gesagt, schon im Familienalltag an. Und zum Thema Wahlrecht, man kann auch wählen schon üben, wenn man sagt, möchtest du Kartoffeln oder möchtest du Schweinsbraten? Ich überspitze jetzt mal. Ja. Also das sind so kleine Wahlentscheidungen und da kann man, ne, und dann muss man aber auch als Erwachsener damit leben, mit der Konsequenz, wenn jetzt das Kind Schweinsbraten möchte, anstatt zum Beispiel Gemüse. Wollen wir das? Das heißt, das hat ganz viel mit dem Thema, wir hatten es vorher schon, Macht zu tun. Möchten die Politiker, möchten wir Erwachsenen die Macht an die Kinder und Jugendlichen abgeben und können wir daraus vielleicht eine Chance sehen? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, inwiefern das auch dann berücksichtigt wurde bei der Klage, kann man wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das ist eine eigentliche Frage. Wie weit wollen wir gehen? Wie weit haben wir Vertrauen dazu, dass die Kinder richtige Entscheidungen treffen können? Das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, mit dieser Angst, Jugendliche würden dann rechtsextreme Parteien wählen. Also so Angst vor der Wahlentscheidung, die die Kinder dann letztendlich treffen werden. Wo wir auch gesehen haben, die ist aber letztlich unbegründet. Und selbst wenn sie dann halt eben so wählen würden, wie wir das nicht wollen, dann müssen wir es trotzdem akzeptieren, weil wir das auch nicht bei anderen Volljährigen irgendwie in Frage stellen dürfen. Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch den Michael und dann haben Sie das letzte Wort. Ja, danke. Ich möchte nur kurz berichten, also ich glaube, dass ein Jugendwahlrecht vor allem die Kommunalpolitik unglaublich bereichern würde, weil das ist unser aller Erlebenswelt. Also das, was in Berlin besprochen wird und entschieden wird, das ist teilweise so abstrakt und abgehoben. Da haben wir in der Kommune eher wenig Berührungspunkte drauf. Ich kann selber berichten, also der Leon sitzt bei uns bei den Aachener Piraten mit dabei und er bereichert unsere politische Arbeit immens.
Ja, also wenn wir es schaffen, mehr Jugendliche für die politische Arbeit überhaupt zu begeistern. Und das würden wir schaffen in dem Moment, wo wir ihnen die Perspektive geben, dass sie auch tatsächlich etwas bewirken können durch ihre eigene Stimme, haben wir alle was davon. Dankeschön. Also das wäre auch ein ganz schönes Schlusswort eigentlich. Also nee, einfach, also ich sehe es genauso. So man kann natürlich immer wieder sagen, so die Jugendlichen interessieren sich nicht oder es würde nichts bringen. Ja, aber dann geben wir ihnen doch mal die Möglichkeit und gucken mal, was dann passiert. Also, in diesem Sinne, lasst ihr uns weiter dafür kämpfen.